Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Pl... Wieso geht das Bundeswort nicht jetzt, Flive. Und zwar habe ich jetzt die offizielle Bestätigung, dass es... Na gut, das heißt offizielle Bestätigung. Ja, also es ist entweder mit dem Internet der Ausbau auf 100k entweder am Montag freigeschaltet oder im Februar. Beziehungsweise Ende Januar. Das ist doch mal geil, oder? Das heißt, wenn es am Montag nicht klappt, dann erst nächstes Jahr. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht so ganz, wieso. Weil das einfach nur so ein krasser Zeitraum ist. Weil entweder Montag, also nächsten Montag, also das ist der 24. glaube ich, oder? Heute ist der 19. Ja, müsste der 24. sein. Oder als Januar. Irgendwie ist krass einfach. Nur 1,5 Monate halt. Mehr sogar, 2 Monate. Also richtig heftig und ja, wobei ich habe von Anfang an gesagt, ja, es wird wahrscheinlich Februar, also spätestens Februar werden. Gut, hatte ich jetzt damit dann im Endeffekt nicht ganz unrecht, aber ich hoffe, dass es am Montag klappt. Und wenn nicht, dann wäre es halt schon ziemlich scheiße, weil, ja, wie gesagt, ich verstehe halt nicht so ganz, wie man so einen Zeitraum festlegen kann, ja, weil... Keine Ahnung, ich verstehe es einfach nicht. Jedenfalls, eventuell kann man sich freuen, eventuell auch nicht. Ich wollte es nur nochmal sagen, weil das letzte Mal, dass ich das erwähnt habe, ist glaube ich jetzt auch schon wieder ein bisschen länger her. Und dann kommt natürlich auch wesentlich mehr. Nicht mehr Flive, das ist das Problem. Also deswegen interessiert es euch wahrscheinlich nicht so großartig. Aber ja, kommen halt noch andere Sachen dann, die auch eventuell euch interessieren. Weil ich meine, ich glaube kaum, dass irgendjemand nur Flive spielt. Ein paar gibt es sicherlich, aber nicht viele. Nee. Also... Ja, nee, also nur Flive spielt keiner, das ist nicht normal. Das macht, glaube ich, keiner, außer vielleicht den ganz Hardcore-Suchtis wie Amilos oder sowas, oder solchen Leuten, aber ja, nee, glaube ich auch nicht. Also, irgendein anderes Spiel spielt jeder doch. Und wenn es nur Hearthstone ist oder so, also obwohl es nicht wirklich ein... Ja, es ist schon ein Spiel, aber halt, das kann man jetzt zum Beispiel am Tag maximal 12 Stunden, ist auch viel, aber trotzdem könnte man maximal 12 Stunden spielen. Dann wäre der Spaß sozusagen raus, beziehungsweise es würde einem nichts mehr bringen. Und bei jedem anderen Spiel, also bei jedem anderen richtigen Spiel, kann man ja eigentlich so viel zocken, wie man will. Also unendlich lange im Endeffekt. Genau. Deswegen, ja. Aber eventuell kommt dann noch ein zweites. Also ich habe mir so überlegt, also ich muss dann erstmal schauen, wie gut dann denn die Upload-Rate überhaupt ist, weil... Habe ich schon auch mal gesagt, es heißt nicht unbedingt, nur weil 100k Leitung da ist, heißt es nicht unbedingt, dass ich auch das, 5 mal 16 sind 80.000, ja, also das Sechsfache an Upload-Rate habe, heißt es nicht, ja. Also es sollte es heißen, aber muss nicht sein, also es kann auch sein, dass ich dann trotzdem nur das Dreifache habe oder Vierfache. Muss nicht unbedingt auch dementsprechend sein, weil, ich meine, aktuell habe ich auch, eine 16K-Leitung und es kommen aber, also man kann ja online diese Tests machen, es kommt viel zu wenig an. Also für meine Region steht da dann immer, ich habe es bei vielen verschiedenen Sachen gemacht, bei der Telekom selbst habe ich sogar gemacht. Also nicht bei der Telekom selbst, aber halt bei diesem Ding, dass die, ach ihr wisst schon, einfach mal googeln, mit Internet berechnen, Uploadrate berechnen, Downloadrate berechnen, was auch immer. Da gibt man jetzt seinen Wohnort an, dann welche Leitung man hat und dann welche Upload, welche Leitung man hat. Und dann testen die, also dann schicken die ein paar Pakete vom PC raus, von der Internetadresse, von der IP-Adresse. Und dann empfangen die und dann schauen sie, okay, wie schnell sollte es sein und wie schnell ist es tatsächlich. Und dann sagen die dir, okay, das wurde so und so schnell geschickt. Sollte man natürlich machen, während man keinen Up-Download oder sonst was macht. Also so, dass die Internetbelastung möglichst gering ist, weil sonst ist natürlich das Ergebnis verfälscht. Und da kam immer raus, ja, es ist eigentlich zu niedrig, ja. Es ist akzeptabel, es ist nicht grottenschlecht, aber für eine 16K-Leitung zu wenig. Und wenn dasselbe dann bei der 100K-Leitung ist, dass dann trotzdem so wenig haben, kann es sein, dass ich dann trotzdem nur mit einer 50K-Leitung rumlaufe, obwohl eigentlich 100 gegeben wäre. Aber das ist, wie gesagt, nur der Worst Case. Also sollte eigentlich nicht sein, aber kann natürlich passieren. Also, aber es ist eigentlich vollkommen egal, weil ich teste sie dann und es sollte eigentlich möglich sein, dann täglich 2 Sachen Minimum zu machen. Neben Flive halt dann noch was anderes. Und am Wochenende dann ultra viel. Ja, am Wochenende dann immer, keine Ahnung, 8000 Videos. Ach, wieso greift er mit einem Basic Attack an? Was mache ich denn?
Ach ja, genau. Vier fehlen noch, ne? Haben wir echt keine andere Quest mit dem Mage? Das kommt mir gerade irgendwie so ein bisschen falsch vor. Ich glaube schon, ne? Er hat die letzten Tage immer nur mit dem Knight gespielt. Nee. Und dann Event natürlich, ja. Nur die Flickwerk-Sachen. Ach, mir fällt gerade auf, ich habe das Mikrofon nicht umgestellt. Das ist natürlich nicht so geil. Stimmt, ich habe das Mikrofon nicht umgestellt. Na egal, jetzt ist auch schon zu spät. Jetzt habt ihr mich mal wieder im vollen Zischen, im vollen Quietschen erlebt. Stimmt, habe ich gar nicht, habe ich voll vergessen. Stimmt, tatsächlich. Mist. Sorry. Das habe ich total vergessen. Naja. Einmal könnt ihr es wieder ertragen. Ich meine, ihr habt es vorher gut 100 Parts ertragen. Von daher passt das ja. Wobei eigentlich nicht mal. Es ist schlimmer geworden. Also vorher, vor gut einem halben Jahr oder so, war das noch nicht da. Also ich weiß nicht, warum es auf einmal da ist, aber könnte sein, weil ich das Mikrofon umgestellt habe. Also nicht umgestellt, sondern halt verstellt habe. Das könnte daran liegen. Aber wirklich Sinn wird es nicht ergeben, weil ich habe das in dem anderen Programm drinnen gemacht. Also ich habe das nicht am PC, sondern im Programm gemacht. Das heißt, es sollte keine Auswirkung auf Fraps haben, weil das ja ein anderes Programm ist. Also ja, aber daran könnte es liegen. Ich würde nicht wirklich Sinn ergeben. Eigentlich gar keinen. Aber ja doch, wenn ich jetzt mal so ein bisschen drüber nachdenke, schon. Also ja, es wäre natürlich Schwachsinn, dass es das verändert, aber es könnte natürlich sein, ich meine, es passiert ja genug Scheiße, die man gar nicht will. Könnte da schon sein, dass es da tatsächlich der Fehler ist. Aber gut, ich meine, ich mache halt alles andere mit dem anderen Programm und Fraps ist ja nur wegen Flife da. Ich meine, gut, Flife kommt jeden Tag, aber trotzdem. Also, ja. Ist einfach ein bisschen blöd. Aber mit Action Mural funktioniert es halt überhaupt nicht mehr, Flife. Also da ist es jedes Mal abgeschmiert. Das war nicht schön. Wieso habe ich jetzt zwei verschiedene? Hä? Was? Hä? Was ist denn das jetzt? 2014 Zombiebox? Hä? Lol. Wo kommen denn die her? Was ist das? Oh, ich habe das Left Flag bekommen. Hey, lol, wo kommen denn die her? Hä, was? Moment mal. Moment mal. Sind das jetzt die... Hey, wieso heißen die jetzt auf einmal anders? Bin ich jetzt blöd? Ja, tatsächlich. Die haben die mitten im Event umbenannt oder was? What the fuck? Sind die dumm? Hey, wieso? Hey, wieso haben die einfach umbenannt? Wieso heißen die jetzt nicht mehr Fragmented Zombie Box? Lol. Also entweder ist es ein fetter Fehler oder... Hä? Ich check grad gar nichts. Die habe ich doch noch vor 3 Tagen gedroppt, die Fragmented. Wieso heißen die jetzt auch immer 2014 Zombiebox? Lol. Ich check's nicht. Ich habe die Eiskalt umbenannt. Versteh ich nicht, wieso. So ein Bullshit. Aber wirklich. Toll. Jetzt muss ich die an... Ja, aber ich habe nicht genug Platz im Inventar, um die zu öffnen. Oh, ich hasse es, ey. Mein Gott, wieso müssen die denn mitten im Event umbenennen? Das ist doch totaler Schwachsinn. Hätten sie gleich 2014 Zombiebox gemacht, hätten wir das Problem jetzt nicht. Na, dann kriege ich noch ein paar Zombies, dann machen wir die Boxen auf. Vielleicht haben wir ja genug Glück und kriegen den ganzen Zombie zusammen. Jetzt dürften ja nur noch 3 Teile fehlen. Der Kopf, ein Arm und ein Bein fehlen jetzt noch. Ja gut, in 56 Boxen eher unwahrscheinlich, oder halt in 60, je nachdem wie viel wir jetzt noch zusammenbekommen. Aber trotzdem möglich. Mit viel Glück könnte schon sein. Ich meine, ich habe jetzt auch noch auf 6 Boxen einen Teil bekommen, das mir noch gefehlt hat. Also theoretisch ist es drin. Da müsste ich die nicht mehr einzeln farmen, aber wenn, dann farme ich die wahrscheinlich heute spätabend dann. Mal schauen. Hatte ich eigentlich vor, aber das Problem ist auch mit das mit dem... Nee, er greift mich gar nicht an, der ist dann so hingerannt. Mit dem Boxenfarm... Oh, jetzt dachte ich wieder, das wäre der Agro.
man musste die ganze Zeit Channel wechseln und so. Und manchmal haben das schon Leute gemacht, die ganzen Boxen, also die ganzen Zombies gekillt und die Boxen gefarmt. Oder halt auch einfach nur die Tokens gefarmt, also für die 50 Mal Mrs. und Mr. Zombie Kill Quest einfach nur alles umgeschnitzelt. Deswegen kann es auch sein, dass man einfach mal rumfliegen gar nichts findet. Das Problem ist, ich kann ja auch nicht zu den 30er Viechern gehen. Oder, na gut, 30er vielleicht schon, aber zu den 45er Viechern oder 40er Viechern, weil die killen mich ja dann. Wenn da ein Aggro ist, dann bin ich halt instant tot, voll int. Ich hätte keinen einzigen Schlag aus. Das wäre schon mega behindert, wenn ich dann wegen sowas sterben will. Also, habe ich jetzt ehrlich gesagt keine Lust drauf, deswegen mache ich es halt nur in dem Bereich, wo ich auch kein Risiko habe zu sterben. Oh, da ist eine neue Quest in der Stadt. Wo ich halt kein Risiko habe zu sterben, logischerweise. Und deswegen ist das ziemlich schwierig. Weil wenn man da einmal kurz alle vier Server weg hat, hat man 100 Boxen. Wenn es blöd läuft, sogar noch weniger. Also wenn schon Leute da waren, die halt abgefarmt haben. Ja, dann wäre es schon ziemlich blöd. Aber, naja. Mal schauen, was wir jetzt aus den Boxen noch rausbekommen. Also den Left Arm haben wir, glaube ich, sogar... Oder was, der Right Arm? Nee, ich glaube, der Left Arm, den haben wir ja direkt zweimal bekommen. Und den Torso haben wir, glaube ich, auch. Ich glaube, der Kopf war immer das seltenste Teil, wenn ich mich recht erinnere. Oder zumindest letztes Jahr. Von den Feuern weiß ich es gar nicht mehr. Oder war da überhaupt das gleiche Event? Ich glaube schon, aber... Nur vor 2 Jahren erinnere ich mich jetzt nicht mehr dran. Kann auch sein, dass ich da nicht an Halloween gespielt habe. Wobei es ist jetzt auch nicht mehr Halloween und das Event ist immer noch. Na gut. Machen wir noch 15 und dann verpieseln wir uns ab in die Town, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Okay. Ja, das nervt schon mit dem Buff da, mit dem Low Attack. Problem ist halt, ich habe so schon nur 49% mit dem Ding, dann nur noch 29% Attack Speed. Das sieht halt mega langsam aus. Ist es auch. Ja. Ach ja, übrigens mit dem Bubble Skill, ich kill die deswegen nicht damit, weil ich den ja jetzt noch nicht geskillt habe. Und abgesehen davon ist es ja der Waterboy ist es, glaube ich. Und dementsprechend müsste ich den da erstmal auf Level 5 skillen. Das würde mich 10 kosten und ja gut, ich könnte es schon machen, aber keine Ahnung. Ja, ich finde es jetzt zwar auch nicht so schlimm. Ich weiß, klar, wird wahrscheinlich schneller damit gehen, aber naja, ich will jetzt halt wie gesagt erstmal die anderen skillen. Hatte ich ja so vorgesehen. Aber dann mache ich halt einfach als nächstes dann den Waterball. Sind ja eh fast Level 30, ja. Also, na gut, fast. Vielleicht auch wieder nicht. 44% auf Level 27, also 2,5 Level fehlen noch. So, jetzt machen wir noch die da und dann gehen wir zurück in die Stadt. Town Blinking, okay. Ein Flares Blink habe ich nur noch, muss ich mal nachkaufen. So. Hä? Jetzt. Boah, wäre jetzt schon geil, wenn wir den komplett ziehen würden. Giant Albatrans. Hm. Haufen Bullshit habe ich hier im Moment. Echt ein Haufen Bullshit. Mal leeren. So, so. Das kommt weg. Das. Hä? Habe ich aus Versehen auf Abbrechen gedrückt? Da, oh ne, das ist meine richtige Waffe. Den brauche ich nicht mehr. Wooden Sword brauche ich auch noch. Ne, habe ich ja equipped. Passt. Und weg. So. Öffnen wir die mal. Oh, Zombie Torso nochmal bekommen. Ach, so ein Scheiß. Den hatte ich doch schon. Oh, aber Left Leg. Oh, jetzt nur noch Skull und Right Arm. Oh, komm schon. 2 Teile fehlen noch, komm schon. In 50 Boxen, 30. Och, komm schon. Ey, really? In 20 Boxen waren 3 Teile drin und jetzt in... Alter, ist doch wohl ein E. Aha. Oder man kann die da gar nicht mehr rausbekommen, weil das jetzt die neuen Boxen sind. Kann natürlich auch sein. Ja, okay, das war der Left Arm. Das heißt, mir fehlt jetzt noch der Right Arm und der Kopf. Oh man, so ein Bullshit. Young Albatrans, Giant Albert. Das Ding, Volcano Blinks, die bringen mir auch sehr viel mit dem Magier auf Level 27. Die Medizine Herbst noch drauf tun. Dann war's das genau. Dann mein Vent mal wieder equippen, sonst verkaufe ich den echt aus Versehen. Auch ich meine, zwar so teuer ist jetzt auch wieder nicht und so geil erst recht nicht erweckt. Die Erweckung ist echt ziemlich scheiße. Aber egal.
Ja gut, dann hätten wir das. Wobei Flybet Claw, ich glaube, die mache ich noch zu Pet Food. So. Quests und so weiter nehmen wir beim nächsten Mal an. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.